Willkommen zu einer weiteren Folge Garden Witch Live. Und wir sind auf einer wichtigen Mission. Und worum es geht, erzähle ich euch, wenn ich drinnen bin. Also wenn ich direkt da bin, wo ich dann sein muss, möchte. Auf jeden Fall können wir das hier einmal wegmachen. Das brauchen wir nämlich nicht mehr. Und da kommt was anderes hin. Ihr werdet es gleich sehen, ihr werdet es gleich sehen. Ich brauche aber erstmal ein bisschen... Ja, Holz brauche ich. Ja, ich brauche, glaube ich, noch ein bisschen mehr Holz. Also nicht aus dem Meer, sondern etwas mehr Holz. Und zwar brauche ich dann noch... Oh, das könnte ich ja auch mal bei Gelegenheit machen, ne? Ja, das machen wir auf jeden Fall noch. So, jetzt mache ich erstmal das. Oh, ein Schlangenstoff hier. Müsste ich auch machen bei Gelegenheit. Naja, gut. Genau, jetzt haben wir Bretter und jetzt mache ich zwei Kisten. Mache ich zwei Kisten? Ja, ist die Frage, mache ich diese Kisten oder mache ich die normalen Holzkisten? Die. Ist einfach eine optische Geschichte, ne? Ich mache zwei von denen hier. So, dann will ich mal gucken, ob ich nicht schon Glas habe. Müsste ich nicht eigentlich schon Glas haben? Nee, ne? Habe ich nicht schon mal Glas gekauft? Ich glaube nicht. Ich glaube, Glas musste kaufen. Lass mal ein bisschen Glas kaufen. Komm. Wir holen mal ein bisschen Glas. Ich glaube, Aurel hat Glas. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich weiß, ich habe Post. Möchte ich jetzt aber nicht lesen. Dann mache ich einer mal. Ah, die Bienchen sind unterwegs, ne? Herrlich, herrlich, herrlich. Aber auch noch heute. Morgen ist das schon wieder vorbei. So, Aurel hast noch. Ja, Aurel hat noch auf. Doch, doch. Ich packe mal den Hammer weg. Das sieht ein bisschen bedrohlich aus. Ja, mit dem Spaten wird es auch nicht besser. War ich hier heute schon? Ja. Warte, man muss das eigentlich. Ist vielleicht so, vielleicht verkauft er dann erst. Ja, was brauche ich? Ich würde gern was kaufen. Und zwar würde ich bei dir gern noch ein paar Zwiebeln kaufen. So, Zwiebeln. Und... Ah, Stoff. Stoff wird verkauft. Okay. Gut. Mehl. Nee, das wollte ich nicht. Das hier wollte ich mal kaufen. Da holen wir mal 10. Einen Apfel werde ich mal holen. Ich habe noch nie einen Apfel geholt. Das heißt, es könnte ja sein, dass ich dadurch irgendwas Neues freischalte. Ich könnte auch mal... Ja komm, diese ganzen Rezepte für Futter und hast nicht gesehen. Den haben wir das schon. Ich hab's ja. Ich hab doch die Kohle. Ist auch kein Problem. Ach, Glas wollte ich holen. Jetzt weiß ich wieder, was ich holen wollte. So, aber... Langsam wird's teuer. Katzenfutter. Nee, das ist ja das Fertige. Wer hat eigentlich Glas? Oder stelle ich Glas doch her? Ich habe ja auch Sand. Aber im Ofen? Hm. Naja, Apfelsaft. Apfelsaft, Apfelscheiben, Bratapfel. Ja, also eine Menge Zeug haben wir jetzt gelernt. Aber wer hat Glas? Was verkauft eigentlich hier unser Dings? Da muss ich nochmal nachgucken. Hier, der König. Ja, ist geschlossen, ist geschlossen. Ach, das hat ja nur am Wochenende auf. Ach Mann. So, na gut, dann halt nicht. Ja, bei Glas bin ich gerade wirklich überfragt. Wer verkauft Glas? Ah, Tin. Tin wird 100% Glas haben. Na klar, natürlich, wenn. Also wenn überhaupt, hat das Tin. Es muss Tin haben. Ich würde gerne etwas kaufen. Vielleicht ein wenig Glas. Jawohl. Nehmen wir mal 10 Scheiben Glas mit. Ansonsten brauchen wir gerade nichts. Nö. Haben wir alles. Sehr gut. Dann nehmen wir das mal mit. Und dann werden wir diese Zapfdinger machen. Hängen die mal an irgendeinen Baum ran. Im Optimalfall wäre ein Ahornbaum. Wobei, ich denke mal, ich werde warten müssen, bis die groß sind, wa? Ich werde wohl warten, bis die groß sind. Naja, gut, wir schauen mal. So, jetzt wollte ich aber eigentlich... Eigentlich wollte ich Kisten herstellen. Habe ich das gemacht? Ja, habe ich. Die wollte ich auch mal aufstellen. Und wir werden jetzt den ganzen Lebensmittelkram doch hier oben hinstellen. Ich glaube, das ist dann doch besser. Das ist dann doch schöner.
Was man machen kann, es gibt so ein Regal, das habe ich auch im Keller. Das kann man hier hinstellen, aber da kann man die Kisten nicht wirklich gut reinstellen, weil die Kisten zu groß sind. Und man kann, also ich weiß nicht, bei denen müsste es aber auch gehen. Mal gucken. Man kann Kisten auch übereinander stellen, das geht schon. Aber es ist total schwer dann zu sagen, okay, ich möchte, das geht gar nicht. Der springt sofort, ja, jetzt macht er die untere. Und dann die oben. Also da musst du ein ganz Stück weit wegstehen und dann irgendwie, ja. Ich weiß nicht. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das macht. Das ist sehr umständlich halt. Na, guck mal, schon ist er auf der oberen. Ne, komm, hau weg. So. Müssen wir sie nochmal neu hinsetzen. Ich werde sie nebeneinander stellen. Also das ist ein bisschen, das wäre unpraktisch jetzt. So. Ein bisschen Platz lassen dazwischen. So. So, und dann können wir anfangen, die ganzen Sachen zu holen. Ja, das müsste ich eigentlich mal verkaufen. Warum habe ich das Bienenhausrezept? Ja, da kann ich auch gar. Wo ist das jetzt? Das ist weg. Das ist weg. Das ist wirklich. Ich habe hier raufgeklickt. Hier drüben ist es nicht. Oder habe ich die Kiste aufgehabt? Nee. Hä? Okay. Ist weg. Gezaubert. Richtig gut. Okay, kann man mal machen. So, dann gehen wir hier mal runter. Und dann, ja, jetzt geht's los. Jetzt müssen wir den ganzen Kletterer-Dutch einmal mitnehmen. Es ist, wie es ist. Aber jetzt werde ich erstmal ein paar Sachen wegpacken. Die Bretter. Ja, da brauche ich ja noch. Achso, warte mal, kann ich ja gleich hier erstellen. Die kann ich doch gleich hier machen. Da ist das Ding. Machen wir halt fünf. Schön, schöner Zapfer. Einen schönen Zapfer machen wir fertig. So, dann können die erstmal. Das kann hier rein. Jetzt muss ich so ein bisschen verteilen. Warte mal. Ja, dann kommt das doch auch hier rein. Feuerling, das, ja, nee, das gehört aber eigentlich nicht hier rein. Das ist mehr was für hier. Und die Kerze eigentlich auch. Aber die könnt ihr auch irgendwo hinstellen. Ja, jetzt wird es hier schon knapp mit dem Platz. Ja, jetzt wird es hier schon knapp. Ja. Den Apfel. Ja. Es ist schlimm. Es ist einfach nur schlimm. Eigentlich bräuchte ich jetzt eine Kiste, die leer ist. Obwohl, warte mal, ich habe doch diese Fässer gehabt. Die könnte ich doch erstmal nutzen. Einfach nur so ein bisschen. So zum Vollmüll halt. Vollmüll ist immer gut. So. Da ist wirklich ganz viel Platz drin. Und dann, oh, warte mal, da habe ich aber doch die Kiste. Irgendwo. Ja. So, immerhin sind wir das schon mal los. Und Feuerlinienblüte. Und sonst nichts. Nee. So, dann packen wir mal einfach erstmal alles hier rein. Und holen das später wieder ab und sortieren es zu. Ja, ihr wisst schon, das wird diese Folge hoch, diese Folge nicht mehr passieren. Doch, doch. So. Die Dinger selber auch rein. Der Gutschein kann auch mal weg. Braucht ja kein Mensch. Hat das Ding. Das würde ich gerne mal nutzen, aber naja. Gut, wo haben wir denn die ganzen Lebensmittel? Wo haben wir sie denn? Da haben wir sie ja. Achso, warte mal. Ich kann ja auch einfach so machen. Ist ja viel einfacher. Jetzt habe ich aber natürlich die Kiste auch hier über. Dann nehme ich die gleich mal mit. Weil das ist eh schon so ein bisschen voll langsam in den Kisten. Ich muss da eh mal so ein bisschen Ordnung reinbringen. Die Frage ist, nach was sortierst du das, ne? Nur Obst und Gemüse in das Ding rein und alles andere in die andere. Haselnusshaufen, ja. Ja, Wasserrettich müsste damit rein. Kakaoschote. Schattenchili. Machst du denn Pilze auch mit rein? Ja, jetzt wird schon wieder, ja, nein. Und schon wieder ein Ei auf jeden Fall eigentlich ja nicht. Löwenzahnwurzel, Zimt, ja. Ja, machen wir das mal so. Ich weiß auch nicht. Ich bin mir da überhaupt nicht schlüssig. Warte mal, gehört der aber nicht da rein? Der gehört das eher doch da rein. Und die Erdbeeren gehören da rein. Okay, gut. Aber mal gucken. Das haben wir schon mal. So, dann hatten wir ja noch eine Kiste daneben. Genau. Alles war schon.
verarbeitet ist. Achso, kannst du wieder so machen. Zack. Und dann müssen wir noch diese ganzen Gewürze und so holen. Also diese ganzen Kräuter. So, Kräuter. Kräuters. Und die, auch die müssen wir aussortieren. Achso, ich habe ja da schon, genau. Da habe ich schon was neu. Ja, dann brauchen wir da noch eine Kiste. Und da kommt das erstmal alles rein. Das gehört da gar nicht hin. Das eigentlich auch nicht. Gut, dann kann ich die nächste Kiste... ich habe hier wieder alles voll mit Kisten, ne? Totaler Wahnsinn. Ja, da kommen dann die ganzen... ganzen Dings rein, die ganzen Saaten. Saaten nicht. Na, ihr wisst schon. Die ganzen Kräuter. Ich habe das Wort wieder. Kräuter. Die Kräuters kommen da rein. Und die Blüten müssten eigentlich auch mit. Oh Mann. Ah, es werden immer mehr Kisten. Es ist so schlimm. So, nimm das mal mit. Jo, hat er. Die Kiste auch. Die Kiste nicht. Und das hier drüben eigentlich auch nicht. Aber bei dem bin ich mir noch nicht so schlüssig, was das ist hier. Ja, Herbstgewürz, ne? Eigentlich muss das mit. Und das sind die Blüten. Die muss ich eigentlich auch abholen. Irgendwie habe ich gleich alles wieder oben. Oh Mann. Und hier oben könnte man vielleicht eine Werkstatt machen. Da muss ich da auch nicht mal in den Keller für. So, da ist noch nichts drin. Dann kann das doch erstmal alles da rein. Ich sehe auch, ich habe noch Eis da oben drin. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Das mache ich noch. Zack. Na, voll. Voll, das kriege ich schon nicht mehr rein. Also irgendwas muss ich sortieren. Ja, keine Ahnung. Ich hab, wie willst du denn das sortieren? Nach Farben oder was? Grün und alles andere in der Kiste. Ich weiß es nicht. Es ist alles ganz schlimm. So, das wird dann die Kiste für die Blüten. Noch eine Kiste. So, schön im Bogen, ne? Das dynamische Duo. Okay, dann holen wir jetzt die ganzen Blüten. Das ist nicht hier, das ist da. Genau. Zack, Kiste, nehmen wir mal mit. Ich brauch's zwar nicht, aber... Und warte mal, hier waren noch bestimmt auch Sachen, die noch nach oben müssen. Ja, irgendwie alles. Oh, Feenstaub, ich weiß gar nicht, Feenstaub, ist das was zum Kochen? Braucht man das? Na, die Kerze nicht. Ja, das muss mit Feuerlilienknolle. Ich weiß es nicht. Das, auf jeden Fall, das werden wir gleich mal draußen versuchen, irgendwo... anzubringen. Ja, erstmal so. Ja, doch. Ja, doch, 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 doch. Die Blüten müssen ja mit hoch. Was habe ich denn? Achso, ja. Was habe ich denn? Wieso habe ich Tulpenblüten? Aber die wollte ich ja wirklich mitnehmen. Okay, hier ist genau das. Und da ist dann sowas hier. Ja, passt natürlich nie mehr rein. Okay, hier machen wir jetzt die ganzen Blüten. Okay, dann haben wir doch schon mal ein bisschen mehr Ordnung. Ach komm, pack da mal rein. Jetzt haben wir ja Platz. Da habe ich noch eine Kürbissuppe. Genau. Der Honig, der wäre dann ja hier, weil weiterverarbeitet, das gehört hier rein. Das noch nicht. Da müssen wir noch was draus machen. Und ja. Und die habe ich doch jetzt schon irgendwo. Nee, habe ich noch nicht. Wollte ich. Ging ja nicht. So, da haben wir den Zapfer. Lass mal gucken, was wir mit dem machen können. Ob wir den ja irgendwo an den Baum reinkriegen. Also an die bestimmt noch nicht, ne? An die kleinen, oder? Oh, süß. Ja, ich denke mal, ist noch zu klein. Vielleicht geht es auch nicht an alle Bäume ran. Man weiß es nicht. Also hier geht nichts. Ist ein bisschen komisch. Wir lassen es mal. Ich kann mir vorstellen, dass es nur an den Ahorn rangeht. Damit wir Ahornsirup bekommen. Birke müsste auch gehen, aber Birken sind ja auch noch nicht groß. Ach man. So, und ich sehe, ich habe noch Tomaten. Auf dem Auge. Nee, im Inventar. Da will ich nicht hin.
Genau, da haben wir eine Abel. Da gucke ich dann mal, was ich machen kann. Und Eiswürfels. Eiswürfels wären ja eher hier. So, da will ich mal was schauen. Und zwar, was mache ich denn? Mit dem Reis. Ich habe ja Reis gekauft. Was kannst du Tolles mit dem machen? Na, rühren kannst du ja garantiert nicht. Ah, da ist er. Da machen wir Reiskörner draus. So, dann haben wir Reiskörner. Bekommen wir Reismehl. Reismehl klingt so nach Mörser. Reismehl. Ja. Sternstreusel. Okay. Sternstreusel. Die... Brauchen wir Wasser und Zucker. Okay. Holen wir mal. Wasser, Zucker. Und dann machen wir mal einmal Sternstreusel. Okay, habe ich gemacht? Nee, habe ich nicht gemacht. Achso. Okay, muss man doch ein bisschen was machen. 1, 2, 3. Einmal Reismehl, dann rühren wir das Ganze erstmal. Und erwärmen zweimal. Okay. Lustig. Ah, noch eine andere Temperatur, okay. Sternkeks. Ein schöner Sternkeks. Wo macht man jetzt... Achso, Sternkekse machst du bestimmt hier. Ja, genau. Da brauchen wir Teig. Teig, Schlagsahne und essbarer Glitter. Boah, essbarer Glitter ist... Den habe ich schon gesehen. Den habe ich schon irgendwo gesehen. Hier wird er nicht sein. Wo war denn essbarer Glitter? Oder war das auch? Nee, das war das. Oder war das hier? Ah, hier. Apfelscheiben machen wir mal. Apfelkuchen, Obstsalat. Ja, wieso nicht? Essbarer Glitter. Müsste ja ähnlich aussehen wie das hier, ne? So vom Prinzip her. Ja, guck mal hier, Bananenscheiben, Weintrauben, Erdbeerscheiben, Kirschscheiben. Oh meine Herren, da brauchst du eine ganze Menge. Essbarer Glitter. Ah, warte mal, vielleicht hier? Ah jo. Feenstaub, Sternstaub. Also irgendwie braucht man Feenstaub doch hier oben. Na, nehmen wir es mal hoch. Feenstaub und Sternenstaub. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo der war. Hier nicht. Sternenstaub. Dann brauche ich wahrscheinlich gefallener Stern auch. Wahrscheinlich braucht man Feentau auch. Ich glaube ja. Aber warte mal, ich glaube, das war hier drüben. Ja. Okay. So, wo war der jetzt? Das war da, okay. Dann essbarer Glitter. Oh, ein Galaxietoast kann man machen. Wo macht man denn? Macht man hier einen Galaxietoast? Nee, wo mache ich einen Galaxietoast? Ein Galaxietoast, wahrscheinlich hier? Nee. Hä? In der Pfanne? Auch nicht. Auf dem Teller? Ja, Galaxietoast. Scheibe Brot? Sternstaub? Oh Gott. Aber das ist, ey, das ist richtig gut. Bringt 40 Energie. 10 Hunger, 15 hier diese komische Energie, magische Energie und 5 Lebenspunkte. Das ist gar nicht schlecht. Gekühlte Melone könnte man auch mal machen. Aber ich wollte jetzt ganz gerne, Sternstreusel habe ich ja schon. Was wollte ich eigentlich herstellen? Was ist das hier eigentlich? Achso, Batsch, Batsch. Hühnerfutter wollte ich nicht machen. Sternstreusel hatte ich. Ich wollte irgendwas, was jetzt neu hergestellt werden kann. War das in der Pfanne? War das nicht? Hier war das nicht. Das wollte ich eigentlich auch nicht herstellen. Ich wollte was anderes herstellen. Jetzt weiß ich nicht mehr was. Na, ist egal. ist egal. Was ich mal ausprobieren wollte. Brennnesselblätter. Brennnesselblätter. Da haben wir ja mittlerweile sehr viele. Minzblatt habe ich auch, aber ich habe, mir fehlt wohl, es gibt ja noch was anderes, nicht das Minzblatt, sondern ja, ihr wisst schon, das habe ich halt nicht und dadurch kann ich halt,
Achso, kann ich halt den Minztee nicht machen. Komm, rühr, Junge. Achso, ich muss erwärmen. Ich muss gar nicht rühren. Ich muss erwärmen. Jetzt muss ich. Naja, es ist so warm. Jetzt rühren. Die Brennnessel. Brennnesselsuppe. Die Magwomai auch? Aber bestimmt nicht so doll. So, was haben wir denn für eine Post? Etwas für dich. Dank dir befinde ich mich jetzt in guter Gesellschaft. Marinka und Pi sind ein gutes Team. Und zusammen haben wir viel Spaß. Pi hat vorgeschlagen, dir etwas zu schicken. Also bitteschön. Ich hoffe, es gefällt dir. Okay, Eisenbarren und ja, Ziegelsteine. Kann man gebrauchen. Judy. Da wollen wir mal gucken. Aber Mai wird nicht mehr da sein, ne? 20 Uhr? Ich glaube nicht. Und hepp. Mal gucken, ob wir Mai noch antreffen. Das ist das sie doch. Ich möchte was schenken. Eine Brennnesselsuppe. Nur immerhin 25. Also sie mag's ja. Was für eine schöne Überraschung. Was kann ich bei dir kaufen? Kann ich bei dir gar. Doch, ich würde doch. Ach so. Achso, hier kann man doch was kaufen. Brot, Brötchen, Kuchen, Kamillentee. Krass, den kann ich fertig kaufen. Kaffee, Croissant. Heiße. Ich kann dir. Mag sie nicht heiße Schokolade? Ich kaufe die mal. Irgendjemand mochte doch heiße Schokolade. Brötchen, Brot. Ich kaufe mal Brot. Ja, wollte gerade sagen, da müsst ihr doch Scheibe Brot und Brötchen bekommen. Weil die Scheibe Brot braucht die doch für irgendwas. Warte mal, ich kaufe. Weißt du was, ich kaufe alles einmal bei ihr. Hallo. Hallo, nicht weggehen. Hier bleiben. Ich möchte gerne was kaufen. Also wir haben. Ja, macht wahrscheinlich keinen Sinn. Ein Brötchen. Also einfach nur einmal alles kaufen. Schöner Kaffee, Croissant, Cupcake, Puddingtörtchen, Muffin, Plätzchen. Einfach Rosinenschnecker. Gut, da werde ich. Ja, gut, Sauerteig starter, Erdbeerpfannkuchen, Tee. Ich habe keinen Platz mehr. Ah, Essig haben wir freigeschaltet. Das ist schon mal gut. Noch irgendwas? Noch irgendwas? Nee, das war's. Ich glaube, den ganzen Quatsch kann ich gleich in die Kiste packen und wieder verkaufen. Ich brauche das ja gar nicht. Ist viel zu viel. Was soll ich mit dem ganzen Quatsch? Ah, jetzt verkauft. Okay. Ja, Kamillentee könnte ich. Ich weiß aber nicht mehr, wer den haben wollte. Apfelsaft mag bestimmt. Irgendjemand mag bestimmt Apfelsaft. Irgendwer mag bestimmt auch Kaffee. Irgendwer mag bestimmt auch alles. Aber das ist mir einfach alles zu viel, das ist alles zu merken. Ich bin ja froh, dass sie die paar Dinge schon weiß. Gut, Brennnesseldings. 25 ist nicht viel. Also, sie mag ja. War das jetzt. Irgendwas konnte man doch mit dem Reis machen. Außer diesen ganzen Glittergedöns. Aber. Hab ich wieder vergessen. Es kommt schon wieder. Es kommt. Ich werde es mir nochmal angucken. So, was ist mit euch eigentlich hier? Ist bald mal fertig? Ich glaube nicht. Wir gehen mal rein. Wir gehen mal ins Bettchen. Und dann schauen wir, was so gibt. So, hier könnte ich mir auch vorstellen, dass meine Werkstatt hier hinbau. Spare ich mal einmal Raumwechsel, ne? Hier oben das Bett ist auch. Naja, okay. Ich hab's so gewollt. Ich wollte das so. Jetzt bleibt's auch so. Ja, reck und streck dich. Dann wollen wir mal raus. Beziehungsweise erstmal nunder. Nicht so weit nunder. nur so weit nunder. Okay, hier sind wir jetzt genau richtig. Ja, aber eigentlich ist ja ganz gut. Mit den ganzen Kisten haben wir dann alles zusammen. Ich würde eigentlich mal ganz gerne so ein paar Sachen machen, die ich noch nie. Lass mal, ich hatte doch Pilze. Lass doch mal Pilze, also so ein paar Sachen einfach schneiden. Mal gucken, was passiert. Ich habe zu viel Gedöns jetzt hier, ne? Habe ich eine Kiste frei? Ja. Da packen wir mal alle fertigen Sachen rein. So eine Kiste habe ich hier unten auch noch. Im Keller, die müsste ich eigentlich mal holen. Jetzt mal wegpacken hier. Und das. Und, ne, das wäre ja geschnittene Dings.
So, dann wollen wir noch mal gucken. Einmal Pilzwürfel. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal gemacht habe. Ne, pürierte Pilze. Lecker. So, dann machen wir das. Es wäre cool, wenn das Spiel anzeigen würde, okay, das hast du schon gemacht und das hast du noch nicht gemacht, ne? Okay, mit Pilzscheibe mache ich nichts Neues. Scheibe Brot. Habe ich weggepackt gerade. Das Bread. Da ist es. Machen wir mal eine Scheibe Brot. Da. Oh, da kriegst du aber ein paar Scheiben raus. Gut, mit Scheibe Brot machst du nichts Neues. Haselnüsse. Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht. Ansonsten glaube ich, Kirschblüten. Ich habe ja noch keine Kirschen. Das ist das Problem. Da hapert's. So, was haben wir denn hier? Mohnsamen. Ja gut, das macht ja keinen Sinn. Teig? Habe ich schon mal gemacht. Gut, das sind ja fertige Gerichte, da lernst du nichts. Also eigentlich, da, wenn da Werte unten stehen, dann weißt du, okay, das bringt nichts. Haferkörner. Ich glaube, ich habe Hafer. Ja, es könnte sein, dass ich Haferkörner habe. Hab ich Haferkörner? Das ist. Nee, aber es könnte sein, dass ich Haferkörner habe. Ja, weil ich habe Hafer ja angebaut. Was braucht man dann noch für so einen ollen Meisenknödel? Ja, noch nie gemacht. Sonnenblumenkern, Pflanzenöl, Butter. Okay. Sonnenblumenkerne, Pflanzenöl, Butter. Butter habe ich auf jeden Fall. Das müsste hier drin sein. Die gute Markenbutter. Sonnenblumenöl und Kerne, glaube ich, ne? Ja, also Sonnenblumen ist ja kein Problem. Jetzt holen wir mal und machen mal leckere Meisenknödel. Wäre auch interessant, kann ich den draußen hinhängen? Kommen dann die Meisen, kommen dann die Vögel? Wo war das eigentlich jetzt nochmal? Ich glaube, hier drüben, ja. Einmal Pflanzenöl brauche ich. Wo haben wir das nochmal hergestellt? Da. Und schon wieder bin ich falsch. Ja, ein Meisenknödel. So, was steht denn dabei? Vögel lieben ihn. Kann man den irgendwie hinhängen? Vielleicht auch einfach nur Futter für die. Ja, was könnte wir da noch alles machen? Das habe ich schon mal. Das haben wir jetzt gemacht. Ich meine, Teig haben wir schon mal gemacht. Mohnsamen. Knoblauchsamen. Knoblauchknolle. Ja, gut. Butter. Butter aus Sahne. Na gut, müsste ich ja eigentlich schon kennen. Weil ich habe sie schon in der Hand gehabt. Schlagsahne weiß ich gar nicht, aber ich glaube, die haben wir schon mal gemacht. Das sind halt auch krass, sind da viele Sachen drin. Okay, das habe ich auch schon alles gemacht. Das habe ich. Karotten, Zimt. Oh, lass mal Zimtpulver machen. Na, einfach alles mal machen. Habe ich Karotte noch? Oh ja, tatsächlich. Dann machen wir die zwei Sachen erstmal. Süß, da muss man richtig rüberreiben. Okay, Karottenpulver bringt nichts Neues. Zimtpulver auch nicht. Kakaopulver? Ja, Kakaoschote habe ich doch. Dann machen wir lecker Kakaopulver. Schokolade. Okay, und das letzte ist Löwen. Ah, das habe ich auch. Das habe ich auch noch nie gemacht. Das Zeug habe ich doch schon seit Ewigkeiten hier. Okay, hat aber nichts gebracht. Aber Schokolade finde ich jetzt sehr interessant. Also, wo ist die? Da. Dafür brauchen wir nur noch Sahne. Und für Sahne brauchen wir Milch. Jo. Vielleicht habe ich auch fertige Sahne. Nee, hat er nicht. Dann machen wir einmal Sahne. Jo. Und dann machen wir einmal im Yam 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 Schokolade.
Ach, je. Butter, Kakaopulver, Zucker, Sahne, rühren, erwärmen und rühren. Aha, und dann bekomme ich. Warte mal, die habe ich irgendwo gesehen. Irgendwo war so ein Gecrumble hier. Schokoladenstückchen. Da macht es ja gar keinen Sinn. Hier? Ach da. Heiße Schokolade. Die müsste ja nun hierbei sein. Heiße Schokolade. Ja, da ist sie. Ich kann sie jetzt selber herstellen. Hab sie zwar eben gekauft, aber kann selber herstellen. Und irgendwer mag die. Ich glaube Mai. Mag die Mai? Ich glaube Mai mag die. Kann das sein? Sie verkauft sie auch. Also wenn sie verkauft, mag sie die auch. Das werden wir feststellen. Ich werde nochmal die Kommentare gucken. Das hat ja jemand reingeschrieben. Ich weiß nicht mehr, wer. Ich kriege die alle durcheinander. Ja, soll es aber gewesen sein für diese Folge. Wir haben ein bisschen was herausgefunden an Rezepten. Ein paar Sachen habe ich bestimmt noch. Genau. Was jetzt schön wäre, wenn es mal regnen würde. Weil dann wird der ganze Kram hier mal wachsen. Tut es natürlich nicht. Ich glaube, ich muss es mal manuell gießen. Habe ich gar keinen Bock drauf, das ist nämlich viel zu viel. Aber ich habe es angeleiert, da muss man weitergehen. Das Zeug, das ist am besten hier, ne? Das ist eigentlich der Geheimtipp schlechthin, ne? Immer da pflanzen, wo es nass ist. Habe ich die Lupe jetzt gleich dabei? Ich habe die Lupe irgendwo reingepackt. Ja, die muss ich mal finden, das werden wir. Nächste Folge habe ich die Lupe gefunden. Dann schauen wir mal, was die hier eigentlich so machen. Die müssen ja voranschreiten. Dann hoffe ich, dass wir langsam mal, dass die Bäume langsam mal fertig werden hier. Dass wir dann mal Holz bekommen. Oder da hinten die Birken. Aber wahrscheinlich werden die eher fertig sein, weil die werden schon eher gepflanzt. Ja, das wird in einer der nächsten Folgen passieren. Da müssen wir mal gucken. Weil ich will ja ganz immer weiterkommen mit der Brücke. Und dann wäre es auch mal schön, wenn langsam Winter wird, ne? Aber das dauert noch ein bisschen. Aber schon Tag 16. Bergfest ist schon rum vom Monat. Oder von der Jahreszeit. Ja, genau. Nächste Folge geht es dann damit weiter. Würde ich mich freuen, wenn ihr da reinschaut. Und ich verbleibe mit einem Ciao, ciao.